Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Final Fantasy VI. Wir sind hier bei den Löwen, das sind die so gesehen Rebellen. Mensch, muss ich über räuspern. Ich habe da wieder so einen Frosch im Hals. Ja, ich habe heute nicht viel gesprochen, da ist aber eine Kiste, die looten wir erstmal. Trankalten, das ist der Anführer, Bannon. Na? Bannon, wir haben sie mitgebracht. Ist sie es, die mit den Espern reden kann? Mit Espern? Scheint so, als ob das Imperium sie total kontrolliert hat. Durch Brieftauben erfuhren wir, dass sie 50 der besten imperialen Soldaten in ein paar Minuten getötet hat. Alles Lügen! Terra, Bannon, sie erinnert sich an nichts. Ich bitte um Ruhe. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Als die Menschen rein und unschuldig waren, gab es eine Schachtel, die sie niemals öffnen durften. Erinnere mich an die Büchse des Pandoria, weiß gar nicht. Ein Mann jedoch öffnete sie und setzte damit das Böse frei. Neid, Gier, Stolz, Gewalt, Kontrolle, ist doch das Gleiche sogar, ja? In der Schachtel verblieb nur ein dünner Lichtstrahl, Hoffnung. Ja, das wird das sein. Wir stehen dem Bösen gegenüber. Ihr seid der letzte Lichtstrahl. Bannon. Ich bin so müde. Lasst mich bitte. Alter Mann. Jahrelang gekämpft. Seit ein treuer Freund von mir vom Imperium verhaftet wurde, hasse ich es zutiefst. Ich trat den Löwen bei. Moment, gehen. Entschuldigung. Ich trat den Löwen bei, als ich merkte, dass das Imperium von Grund auf schlecht ist. Wir müssen handeln. Aber es gibt in meinem Leben keinen so treuen Freund. Das stimmt nicht ganz. Es gibt jedenfalls Leute, denen du wichtig bist, glaub mir. Zählen auf dich. Yay! So, da steht teuren, aber das ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Das soll wahrscheinlich treuen heißen. Außer man hat heutzutage teure Freunde. Gut, die gibt es natürlich auch. Kann ich da hin? Ist da was? Nö, da ist nix. Dann gehen wir da hoch. Da ist garantiert was. Hallöchen, nö, da nix. Ah, siehste. Fort mit dir. Windlanze. Königsfeder. Na. Wahrer Held. Gegengift. Tinktur. Was hast du zu erzählen? Bitte steht uns im Kampf bei. Ja, dann lass mich auch raus, du Horst. Ach, schöne Musik. Moment, da kam er raus. Da geht's rein. Hatte ich das schon? Das hatte ich, glaube ich, schon. Da ist nichts, da auch nichts. Hier waren wir ja ursprünglich. Das könnte ich mal, hatte ich den Krempel da oben. Hau ab. Und unten rum. Mit euch laber ist später. Erstmal absuchen, ob wir irgendwas vergessen haben. Lässt du mich da rein? Danke. Da ist nichts, da ist nichts. So, jetzt gehen wir hier rein. Hier nicht bannen. Ja, genau. Okay, was hast du, Edgar? Es wird schwierig werden, dich zum Mitmachen zu bewegen. Wenn wir dich zu hart anpacken, machen wir es wie das Imperium. Du sollst dich selbst entscheiden. Sollte wahrscheinlich ein bisschen anders formuliert sein, aber... So, da ist Seven. Was sagt der eigentlich? Also der da. Ah, cool. Nee, wollte ich jetzt nicht kaufen. Verkaufen wollte ich jetzt auch nicht. Rebellen werden überall vom Imperium gefangen genommen. Wir müssen uns endlich wehren, sonst... Ich sollte dich nur darauf hinweisen, dass du meinem Bruder blind vertrauen kannst. Er war schon immer aufrichtig. Vertrau ihm. Aber wenn er fragt, weißt du von nichts, Terra. Ne, da oben war ich schon. Dem jetzt sprechen, ha? Bannon? Er ist gerade eben rausgegangen. Ist doch tot oder so? Ah, ne. Sieht aus, als würde er da sitzen. Habt ihr euch entschieden? Werdet ihr uns Hoffnung geben? Nein. Aha.
Ich habe hier irgendwas in Erinnerung. Habt ihr euch entschieden? Wir uns davon geben? Nein. Das dachte ich mir. Sieht total betrübt aus. Aber das Gesicht ist schon so traurig. Habt ihr euch entschieden? Wir uns davon geben? Nein. Seid ihr euch sicher? Wusste ich doch. Ich mache nämlich gerade nichts. Hoffnung. Wieso hoffen sie auf mich? So ein paar Fetzen habe ich da immer noch in Erinnerung. Das kam jetzt eben, dass da irgendwas war. Was ist passiert? Was ist los? Jemand hat ihn niedergeschlagen. Figaro Süd. Imperium. Figaro ist besetzt. Die kommen. Sie haben uns ausfindig gemacht. Wir müssen sofort fliehen. Locke. Schon klar. Jemand. Was? Schlecht. Schleicht sich nach Südfigare und sabotiert das Imperium. Das ist deine Aufgabe. Viel Erfolg. Terra. Bitte warte auf mich und bitte. Dass hier bloß keine liebestollen Könige zu nahe treten, okay? Okay. Ja, ja. Hey, Bruder. Wann wirst du endlich erwachsen? Was machen wir jetzt? Wir fahren Flusslede hinunter, bis wir nach Narsch kommen. Ich will diesen Esper sehen. Muss man gehen? Gut, am Hintereingang gibt es ein Fluss. Ein Glücksspiel, aber wir haben wohl keine andere Wahl. Hier, bist du in Gefahr? Komm mit nach Narsch. Du wirst sicherlich auch lernen, dich selbst zu verstehen, denke ich. Keine Zeit zum Rödeln. Auf geht's nach Narsch. Ich hoffe immer, dass es richtig ausgesprochen ist. Ich verstehe eure Unentschlossenheit, aber sogar im jetzigen Moment sterben Unschuldige. Wir brauchen eure Fähigkeiten. Nehmt dies bitte. Genji-Handschuhe erhalten. Kann ich den noch anziehen? Kann ich doch irgendwas anziehen vorher? Da geht es erst nachher. Jupp, komm jetzt noch mal ran. Genji-Handschuhe ist doch ein Relikt. Jede Waffe kann eine. Was? Jede Hand kann eine eigene Waffe halten. Wahrer Held. Nee, wahrer Held. Relikt. Ach, Bannon ist jetzt auch dabei. Gebe ich dir. Und wahrer Held. Ja. Ja, okay, das würde das natürlich erhöhen. Wer kriegt denn den Dolch jetzt? So, kann ja. Wer kriegt denn den Dolch? War das der schon? Den Degen war das nur. Und Bannern kann ich gar nicht ausrichten. Ausrüsten. Was haben wir denn noch für Relikte übrig? Wer denn noch? Jetzt aber auch schnell hier. Los, Lete. Nichts weg, damit kommen wir zurück. Was? Auf das Losspringen, ja. Muss ich ja. Auf dem Weg nach Narsch musst du Bannern um jeden Preis schützen. Wenn er etwas zuschützen sollte, war deine Reise umsonst. Wisst ihr Bescheid? Kann ich irgendwas linken? Nee, kann ich hier noch nicht, glaube ich. Komm. Als Wurf. Frecken, ey. Ich habe die Kombination bei Sabin vergessen. Ich habe die Kombination vergessen. Links. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ja, ich heile. Da der eh zweimal zuhaut, sollte das stark genug sein. Blitzbogen. Zack, down. Sollte nicht so das Problem sein. Bestens bei einem Boss, wo ich keine Ahnung habe, wie der gemacht wird. Ah, der nächste Gegner.
Eigentlich einfach nur drauf. Gut, es fällt dem ein. Zack, down. Auch down. Tonic, nimmt mal mit. Ach stimmt, Locke ist ja gar nicht dabei. Deswegen haben wir ja bannen. Oh, der nächste. Das geht aber schnell. Wer ist erster? Terra. Ne, Blitz weiß ich nicht. Muss ich nochmal. Ich glaube, ich muss mir das aufschreiben. Ich kann mir das nicht behalten. Terra könnte ein bisschen was gebrauchen. Wer ist jetzt erledigt? Ah, Level Up. Gut. Kann ich jetzt eigentlich ins Menü? Nö, kann ich nicht. Da muss ich das Infight machen. Ah, okay. Ja, so geht's natürlich auch. Item. Tonic. Okay, der hat nur Level 10. Speichern wir jetzt hier. Ich räusper mich währenddessen mal. So. Frosch will nicht raus, der blöde Hund. Links. Gehen wir mal. Hier kommt nämlich garantiert ein Boss. Ne, das ist kein Boss. Ich meine, ich hab's ja nicht eilig. Ach, der kann heilen. Ach komm, heil mal alle. Wenn er noch dazu kommt. Das ist zwar sinnfrei, aber. Naja, gut, das eine oder andere gab's noch. Zack, jetzt stimmt das Vieh. Bäm, da geht's down. Noch ein Level Up? Nö, kein Level Up. Kein Tonic oder so. Schon wieder? Ja, speichern mal nochmal. Ich glaube, das geht jetzt hier so lange, bis wir den Boss haben. Also, bis ich irgendwann mal richtig bin. Ich Pech habe. Der ist das noch nicht. Das hört man ja dann an. Spätestens an der Musik hört man es eh. Er hat so wenig Life. Aber oh, Damage macht er ganz ordentlich. Ah, Level Up. Woo! Und Edgar. Oh, cool. Jetzt wird nur noch Seven. Dann hat jeder Level Up. Oh, so, der Boss. Ne, das ist wieder kein Boss. Spätestens danach sind eh beide down. Nach dem Linksbogen. Na, der stirbt ja jetzt schon. Fliechebogen, Fliechebogen. Hä? Kein Fetzebogen? Schön falsch gemacht. Bäm, 80, oder? Du hast wenig, wenig Damage. Atonic, ganz wichtig. Noch kann ich mit Tonic was anfangen. Da ist er doch. Was ist los? Sehr alt ist. Ende der Fahrt. Nicht den Oktopus reizen. Da wird wahrscheinlich Feuer ganz gut sein. Blitz, wie gesagt, fällt mir nicht ein. Muschelsuppe. What the fuck? Tinte. Oh, das wickelt richtig Damage. Gibt das groß was bei dem? Das war ein leckeres. Wo ist mein Latz? Sag mal. What the fuck? Die ist blind. Halt die noch. Ah, Augentropfen. Dahin. Gibt der Flitzebogen was bei ihm? Kann wir da sehen? Terra ist gleich dran. Magie. Feuer. Ne, heilen brauchen wir glaube ich nicht. Ich hasse Muskelriss. Oh, bitte sag nicht, ich muss. Ah, okay.
Er sagt einfach nur an den Angreifen. Jaut! Muschelsuppe, das ist ein Quatsch. Tinte. Was ist denn mit? Item. Was passiert? Augentropfen. Oh oh. Achso, benutzt ihr selber, okay. Interessant, wie sie die gefunden hat. Tat weh. Scheiße. Wilder Ficker. Entschuldigung. So ein blödes Vieh. Der tut schon weh, ne? Aus dem Glück habe ich da ein bisschen gelevelt vorher. So, erstmal weg. Das ist alles, Freunde. Ah, schade. Wir haben es vernichtet. Glaube ich kaum. Er versteckt sich bloß vor uns. Es ist an meine Beine. Ja, komm her. Alles in Ordnung? Passt auf. Jetzt mit meinem Blitz töten. Seven, warte. Denk mich nicht ab, Bruder. Ah, okay. Einer weniger. Er war schon immer ehrgeizig. Seven. Sorgt euch nicht um ihn. Meinst du, er hat's geschafft? Das solltest du am besten wissen. Jeden Moment wird er hier auf dem Floß landen. Was zum... Oh. Der ist aber munter. Ha! Seven! Pass auf dich auf, ja? Weggeschleudert. Seven! Nein, ich will aber auch nach rechts. Ach man. Edgar und Terra treiben mit Ben in Richtung Narsch. Aber was? Aber was mit Seven, den die aufgewühlten Fluten verschlungen haben und wird es mit Logge weitergehen? Das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Nein. Nachdem er die imperialen Einheiten in Südfrika durchbrochen hat, wird alles nach Plan verlaufen. Wähle ein Szenario. Gupo. Kann ich da speichern? Jo, kann mal. Save. Gehen wir mal dahin. Was soll ich denn jetzt nehmen? Sabin? Locker? Oder die? Keine Ahnung. Ich glaube schon mit denen weiter. Ben, Edgar und Terra fliehen mit dem Floß vor den imperialen Truppen nach Narsch. Aber die Reise ist nicht einfach. Und sicherheitshalber, ich kenne mich zu wenig aus oder bin zu unerfahren, um zu sagen, dass ich mit einem einzigen weitermachen könnte. Weiß ich nicht. Dadurch, dass die Gegner jetzt mittlerweile doch schwerer werden. Das ist mir dann doch zu Joker. Jetzt soll ja irgendwie, ne? Alles funktionieren. Jetzt wenig Lust zu wipen. Sollte das Vieh nicht tot sein? So. 309 XP. Ist das schon ganz ordentlich. Ach, da kann man gar nicht entscheiden, wo man hingehen wird. Hey. Komm mal, Feuer dahin. Ja, super blind. Scheiße. Oh, sie hat es noch geschafft. Nein, das wollte ich so doch. Es sieht geil aus mit der Sonnenbrille. Es sieht einfach nur cool aus. Es sieht so geil aus. Gibt es jetzt nur die Augentropfen? Das ist ein Glück, glaube ich, von den Dingern welche mitgenommen. Nee, heim. Das ist, glaube ich, überall so ein bisschen was gekauft. Das war wichtig. Oh, das war, glaube ich, jetzt nicht der richtige Angriff. 4, das ist natürlich extrem hart. Ah, ne, doch, der macht ja auch so ordentlich Schaden. Tonic, Trank, oh cool. Beides sogar. Ah, geschafft. Kann man nicht rein, gut. Ja, und gleich die nächsten Mobs. Ups,
ist aber cool. Und die geht auch irgendwie nicht auf den Sack nach einer Zeit. Also, ja, schon irgendwo, aber sie ist an sich cool einfach. Sie ist einfach klasse. Weißt du, wenn ich so an... Ja, doch, auch bei den anderen Teilen. Ich habe am Kumpel habe ich immer Final Fantasy 8 habe ich zugesehen und auch ein bisschen bei 9. Es war zwar auch nach einer Zeit, hat's genervt, aber es lag halt eher daran, was man machen wollte. Wenn man da irgendwo schnell hin muss, dann hat's halt genervt, wenn man dann 3, 4, 5, 6 Kämpfe hat. Na, was ist hier? Das ist die Schule für Anfänger. Wir beantworten alle eure Fragen zu unserer Welt. Wir sind eure Ratgeber. Was soll ich jetzt machen? Schule. Und hier war ich hier schon letztes Mal drin? Ah, nee, hier war ich noch nicht. Tinktur erhalten. Monster in Truhe. Ah, cool. Kommt mir bekannt vor. Das muss man wahrscheinlich auch so umhauen, jo. Was gibt's jetzt? Nix. Ich könnte jetzt mit allen labern, aber das wollte ich jetzt. Ah, okay. Moment, wie heißt das hier? Schlafsack erhalten. Wie heißt der Raum? Ich glaube, da muss ich eventuell gar nicht rein. Kampftaktik 1. Ah, okay, gut. Nee, dann muss ich das wirklich nicht machen. Das kann ich offscreen mal machen. Weil das bezieht sich ja aufs Spiel. Schon egal. Da konnte ich am Anfang, glaube ich, gar nicht rein. Das muss ich aber jetzt hier nicht machen. Das heißt, ich, ui. Wir nutzen die Möglichkeit zu speichern. Überschreiben wir das da. sind alle voll? Ja, ne? Genau. Na? So. Weil das brauchen wir dann wirklich nicht hier drin. Ja, Musik ist etwas nervig gerade gewesen. Ah, okay. Hey, junge Dame. Du bist erst vor kurzem hier eingedrungen. Augenblick. Raus hier, los, sonst. Ich weiß gar nicht, wer das ist, kann das sein. Wartet, ich bin König Edgar von Vieh. Lügner! Oh, sind aber sehr freundlich. Oje, oje, oje. Eine tödliche Einstellung. Sie hören nicht einmal zu. Das ist alles meine Schuld. Wie sieht denn das aus, wenn ich den Charakter wechsle? Hilft das? Ja, weniger, ha? Raus hier, los, sonst! Hilft wahrscheinlich keiner. Müssen wir auch mal gucken. Aus hier, sonst! Okay, dann kann ich hier nicht rein. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Wenn ich jetzt mit Locke da wäre, würde das vielleicht gehen. Dass wir... Gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Was ist denn hier unten rechts nochmal? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich hin muss. Soll... Mal Laubkern. Machen wir einfach drauf. Okay. Oh, das ist jetzt Low-Level-Gebiet. Oh, dein Level-Up. Figaro ist ja nicht da. Ja, hier rechts ist, glaube ich, nichts. Nein, da ist nichts. Oder ist Figaro wieder da? Ne, Südfigaro haben sie was. Vielleicht muss ich nach Südfigaro. Ich kann da, glaube ich, nirgendwo anders hin. Das ist nicht wesentlich. Leveln brauche ich jetzt. Kann ich hier eh nicht wirklich. Weil das sind ja jetzt keine neuen Viecher. Nicht wesentlich. Oh, was hatten die? Hab ich gar nicht geguckt, was er hat. Gegengift. Wahrscheinlich ist er vergiftet. Gegengift. Nix mehr. Okay. Genau, Figaro selbst ist nicht da. Blub, blub. Also, ich hätte nichts mehr, okay. Ich dachte, das behält man eigentlich. Ich könnte ja nach Westen gehen, aber ich weiß nicht, was da ist. Da
Ist hier gewesen? Ah ja. Abschau, ihr Löwen. Mach grad nix. Kann ich da nicht hin? Abschau, ihr Löwen. Okay, da können wir nicht hin, dann müssen wir irgendwas anderes suchen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal nach Westen. Krass, vier Gegner. Na gut, die sterben jetzt eh nach dem Vizebogen. Zip und down. 50 XP. Was ist denn im Westen oder im Wald? In den Wald und Darmops killen. Oh, gefährlich. Laufen wir ein bisschen durch die Gegend. Das geht ja schnell. Honig erhalten. Gibt es hier überhaupt noch irgendwas, wo man hin kann? Was ist das da? Da geht's nicht hin. Kann ich jetzt eigentlich auf andere wechseln? Nee, ich nicht wissentlich. Ich werde noch ein bisschen rumschauen und ansonsten. Ja. Muss man das schneiden oder so? Ich glaube, ihr wollt jetzt auch nicht hier eine Stunde rumsuchen. Wie lange geht ja die Folge dann? Muss ja auch nicht sein. Aber jetzt hier würde ich mal anfangen hier. Vielleicht muss ich sagen, wo Figaro normalerweise ist. Das Problem ist, ich habe die Weltkarte jetzt auch nicht, die Karte da jetzt am Anfang noch nicht so im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich nach Südfigaro kam. Da muss ich doch durch einen Tunnel, weiß ich noch. Das war ja dann auf der anderen Seite, hinter den Bergen, die im Südwestosten hier sind. So. Figaro Burg wäre hier. Da ist nix. Ich wüsste, wie gesagt, nicht, ob ich jetzt auf die anderen wechseln kann. Ah, wir finden schon irgendwas. Irgendwas finden wir schon. Ich reiß mir mich noch. So. Übrigens gehen die Bossen die Viecher schnell. Ah, dass wir jetzt ein Kraus hier suchen und die Mobs sind dann keine Ahnung wie stark. Das wäre Katastrophe. Tja, irgendwie ist jetzt hier nichts. Allerdings sterben sie jetzt gleich. Geht ja schnell von der Hand. Bisschen suchen gehört ja dazu. Kann ich da oben noch wohl lang? Nee, ne? Ne, da kam ich glaube ich her, oder? War das? Ja, das war ja Narsch, genau. Ah. Wie konnte ich das nur vergessen? Ganz am Anfang, als Socke mir geholfen hat, hat er an irgendetwas herumgeschaltet. Wahrscheinlich gibt es einen versteckten Hebel. Da oben in der Steinwand. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Ne, da kann ich nichts machen. Genau, jetzt kommen wir mal hinten in die Stadt rein. Ja, natürlich. Jetzt kommen wieder Low-Level-Mobs, oder? Ja. Ich geh mal. So, und wieder da. Glück habe ich eben die 7-Meilen-Stiefel da oder so geholt. Kann ich jetzt schon hier unten lang? Ne, da geht's nicht lang. Ist da irgendwas? Ne. Da auch nicht. Dann geht's also doch nur da oben lang. Okay, dann müssen. Okay, es gibt die Linie A. Das heißt, wir können nur hier lang. Oh, natürlich. War ja so extrem wichtig,
Den Nachteil, oh. Das ist wilde Ratte erste Klasse, oh Gott. 5 Gegner. Boah. Das geht gleich flatz alles down. Der macht ja nicht allzu viel Damage. 629 Goldstücke. Muss schon mal gehen. So. Oh nein, jetzt muss ich mir was merken. Ach ey, was ist das? Ich denke, eine Art Falle gegen Eindringer. Wenn wir dem Licht exakt nachgehen, lässt es uns durch. Wenn nicht, werden wir gefangen. Ja. Also müssen wir dem Lichtschimmer nur hinterherlaufen. Ich hab den ja auch jetzt so komplett in Erinnerung. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Ich habe da jetzt auch nicht so hundertprozentig drauf geachtet. Aber gut, es soll ja nicht zu einfach sein. Von daher ist das ja auch in Ordnung. Leveler, wuhu! Sehe ich jetzt wieder. Das werde ich mir nicht behalten können. Bitte nicht nochmal die Konversation. Ach, scheiße. Nein! Wieder falsch. Ich kann es mir nicht verhalten. Okay. 5? Wo hat denn der 5 Schaden kassiert? Naja, gibt nichts XP und Gold. Ja, ich weiß. Start. So. Also, da lang, da rüber, da hoch, da runter, da runter. Oh Gott, ich kann mir das nicht. Kann mich in der Hinsicht nicht konzentrieren. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Es war klar, dass es hier weitergeht. Hatte ich die damals schon mal? Da hinten war auch nochmal ein Weg woanders lang. Ich weiß nicht, ob ich lang soll. Ich will ja nichts verpassen. Weißt du was, ich gehe da hinten lang, guck mal schnell rein. Mobs gehen ja schnell. Von daher sollte das jetzt nicht auch so das Problem für euch sein. Nicht missverstehen, ich will die Sachen nicht in die Länge ziehen, nur das sind halt Sachen, die gehören dazu und ich denke, das kann man auch ruhig zeigen. Mein Problem ist halt nur, ich habe jetzt nicht irgendwas, worüber ich groß reden kann. Was war denn hier nochmal? Ach, das war das hier, wo so runtergefallen ist. Was ist denn hier hinten? Aber hier ging's. Genau, hier ging's weiter. Ah. Kupus. Kupo. Oh. Cool. Da geht's weiter. Ah, schön. Runenklinge erhalten. Das klingt ja schon mal toll. Kann wahrscheinlich keiner was mit anfangen. Runenklinge, doch. Hat sich gelohnt. Hat sich doch gelohnt nachzuschauen. Oh, da geht's ja nochmal weiter. Geht's da noch rein? Nee. Kommen wir jetzt raus? Ah, clever. Seht ihr, ne? Das sind sie, da muss man einfach mal gucken. Weil ich hatte noch in Erinnerung, dass irgend sowas war, aber ich weiß, wusste halt nicht, ob man da hinkommt oder nicht. Und daher. Voll live. Nee. Nee.
Achso, ich wollte heilig dip. Item. Tonic. So, jetzt sind sie alle voll. Wir können nämlich da unten wahrscheinlich gleich. Erstmal killen wir Mobs. Ne, wir werden da unten gleich wieder speichern können. Saven, habe ich früher gesagt. Saven, kann ja gar nicht saven. Kennt ihr eigentlich den Save-Cheat? Aus manchen Spielen. wo man dann Quicksave machen kann. Während dem Zocken. Einfach draufdrücken, kurz vor einem Boss und dann oder vor speziellen Gegnern und dann gib ihm. Dass man dann sich. Ja. Ne, halt, Save war da unten. Bruder hat das so gerne gemacht. Weil er halt. Ach Mann, das, ich weiß gar nicht mehr, wo das alles war. Da hat er dann halt immer schnell gespeichert, wenn er dann irgendwo Schwierigkeiten hatte und hat sich dann halt peu à peu vorgekämpft. Im Sinne von, er verliert kein Leben, er verbraucht wenig irgendwelche Tränke oder Zutaten oder Magiepunkte und so weiter. Das hat er früher gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, heute macht das so nicht mehr, aber das war halt extrem lang. Also es war wirklich extrem langweilig. Ja. Weil dann halt ständig, wenn der Kampf nicht so hundertprozentig optimal lief, dann, ja. Pack jetzt rein. Ist der Typ noch hier? Ah ja, der ist er. Bannon, König Edgar und Terra! Avis, was passiert hier in Narsch? Diese Stadt ist neutral. Ich habe versucht, die Leute auf die Seite der Rebellen zu ziehen, aber warum seid ihr hierher gekommen? Sag uns zuerst, wie es deinen Leuten geht. Als sie von dem Esper erfuhren, sind sie ausgerastet. Wir glauben, nur mit Hilfe dieses Mädchens in Reichweite des Espers zu gelangen. Die Leute wollen den Esper sehen, berühren. Vielleicht wird Terra sie alle zur Vernunft bringen. Entweder rettet der Esper uns alle, oder er schaufelt uns ein frühes Grab. Wähle ein Szenario. Kupo. Ja, wir speichern nochmal. Machen wir hier oben gerade weiter. Der müsste ja hier sein, oder? Locke hatte alle Hände voll zu tun, das Imperium im Schach zu halten. Aber jetzt muss er schleunigst fliehen. Oh, okay. Lol. Mist. Muss am schnellsten nach Narsch. Ah, hat der. Mist. Ah, ne, hier unten kann ich speichern. Ja, gut, das brauchen wir ja da nicht. Mist, ich hab die 7 Meilenstiefel nicht an. Und ich hier nicht. Ah ne, da hinten ist ja der Geheimgang. Den brauchen wir vielleicht sogar jetzt. Boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hier lang muss. Wenn man so langsam ist, ist es eh blöd. Ein Großvater dient dem reichsten Bürger der Stadt. Geh weg, wir dürfen nur Händler durch. Blöder Sack. Mal hier raus. Und das ist der alte Mann. Mag keine Freude, eine Flasche Schnaps und ich rede vielleicht. Muss ich mir jetzt eine Flasche Schnaps besorgen, dann kann ich da unten durch. Das wäre das Logischste. Kriege ich mal den Schnaps her. Könnte ich mir hier Relikte noch kaufen? Diverse Items. Kaufen. Aber ich kann mir. Ja, jetzt haben wir mal das eine oder andere kaufen. Immer mal so auf 10 auffüllen. Das war zu viel. Wo konnte ich. Du bist doch Locke, dieser Dieb, oder? Hey, nenn mich einen Schatzsucher oder ich reiß dir die Ohren ab. Gott. Das wird wahrscheinlich einfach werden. Ich könnte ja mal stehlen, er hat bestimmt irgendwas Tolles.
Federhut geklaut. Ist doch schön. Oh, seine Kleider gestohlen. Also los. Sie sind ein wenig klein, aber der Preis war fein. Oh. Entkommen. So geht's auch. Jetzt weiß ich, wie ich reinkomme. Oh Gott. Oh nein. Was labert ihr eigentlich? Meide die Magedeck-Soldaten, sie fackeln nicht lang. Jetzt sind wir ja getarnt. Ist hier noch irgendwas? Relikt würde ich mir ehrlich gesagt jetzt schon... Okay, da komme ich nicht weiter. Ist was passiert, wenn ich... Nein, das riskieren wir lieber nicht. Wir machen jetzt weiter. Wir können, glaube ich, eh nur da unten lang. Das ist hier alles so schön nah beieinander. Dann lassen wir das einfach mal, gehen hier rein. Gehen da runter. Gehen zu dem kleinen Bangetter. Reisenbürger der Stadt. Ihr seid Händler, gut, dann geht weiter. Ja, passt schon. Hatte ich hier was? Hier war ich, glaube ich, schon mal, gell? Da ging's. Das ging da nicht weiter. So, dann müssen wir doch ganz normal da oben lang. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man hier noch irgendwie anders was machen. Was war denn hier unten nochmal? Ach, jetzt kann ich hier hinten raus. Okay, gut, dann können wir auch hier oben lang gehen. Das waren aber, glaube ich, dann nur Rüstung, Arsenal. Haufen. Ne, den Krempel habe ich ja. Den Relikte. Da hinten lang, was war denn da? Ah, ich kenne dieses scheiß Relikt. Grüner Soldat? Hau ab, du Idiot. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Kann ich irgendwas klauen? Ein Trank geklaut, immerhin. Seine Kleider gestohlen. Ah! Also los. Woo! Ein wenig zu groß, aber es geht. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Also als besondere Farbe muss ja irgendwas dran sein. Wahrscheinlich bin ich jetzt irgendein Oberer oder kann jetzt irgendwo überall lang durch, wie auch immer. Was sagt denn der da? Zurück auf Posten. Dann will ich aber nicht in blöde Mücke. Hau ab, keiner will dich, keiner mag dich, keiner braucht dich. Da ist nichts mehr, der lässt mich wahrscheinlich jetzt durch. Kefka, dieser Cloud wird Nachschubal eingenommen haben. Ja. Ich will aber da durch. Okay, da komme ich nicht lang. Hier unten noch irgendwo lang. Ach, ich kann einfach nur durchgehen. Da brauche ich ja dann nicht durch. Lol. Ich da rein. Eine kleine Einer kommt Richtung Nahe. Bald werden sie hier sein. Den spreche ich nicht an. Wachablösung, wunderbar. Ich gehe. War schön. Ich jetzt was spül. Kaffee. Muss ich zum Hafen? Zu wem muss ich denn jetzt hin? Kann ich denn noch hier so lange laufen? Chocobo geht nicht raus, kann ich nicht. Auch ein grüner? Zurück auf Posten. Okay, dann gehen wir mal ins Café. Café. Brauche ich Wein? Ich jetzt hier Wein mitnehmen oder braucht man das nicht? Das ist nur so ein Standard-Text, den er labert. Was mit dem Mann hier? Er hat nichts. Und in dem Haus, das reichen soll, es zwei geheime Gänge geben. Einer führt raus aus der Stadt, der andere keine Ahnung. Aha. Die kenne ich ja schon. Das Leben ist hart, aber ungerecht. Die Passage unter der großen Villa muss bewacht werden. Pausenlos. Okay, die ist bekannt, ja. Wir haben eine Generalin geschnappt, die überlaufen wollte.
Sie ist hier irgendwo eingesperrt. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. Innen. Nee, brauche ich nicht. Ah, jetzt muss ich mich. Genau, hier geht's runter. Ah, Relikte, da sind sie doch, oder? Ja! Wo kann ich nochmal gucken, was das macht? Also, Schütze gegen blind. Einmal die. Nehmen wir auch noch mit. So, jetzt rüsten wir den erstmal aus. Jetzt sind wir auch schneller unterwegs. Kaffee in. Also ich muss in die. Was ist denn die Villa? Ist das da die Villa? Kam ich da hinten hin? Ah ne, der kam ja dann raus. Oh, was ist nochmal die Villa von dem? Oh, halt. Oh, gut. Das Ding da drüben. Das hier ist die Villa. Und richten euch den Anwalt an. Wie komme ich da rein? Jetzt labern die hier. Und kontrolliert diese Stadt. Man kontrolliert diese Stadt. Wer kontrolliert diese Stadt? Aha. Was laberst du da? Halt, okay. Ein Café war doch nix. Gehen wir nochmal zurück. Das hier rein. Außerdem weiß man wieder. Du Drecksbangert. Kostüm oder so wechseln. Rüsten. Wenn ich den jetzt wieder anziehe. Schon wieder ich? Ne, bin ich nicht. Warum ist der nicht ausgerüstet? Okay. Ne, das kommt dann. Das da. Da. Das da. Warum ist der nicht ausgerüstet gewesen? Sehe ich nicht. Gut, okay. Jetzt hier lang. Zurück auf Posten. Tja, wir müssen suchen. Ich komme jetzt wieder zurück. Der lässt mich nicht hoch. So müsste ich Händler sein, aber ich kann überhaupt keinen Händler hier. Halt. Was glaubst du jetzt? Bla bla bla. Vielleicht doch hier drin irgendwas machen. Hier gucken. Ich werde wahrscheinlich offscreen gleich weitersuchen, weil das könnte noch eine Weile dauern. Ah, da drüben ist. Ah, okay. Hab's gefunden. Schau, als das nächste spielt, habe ich leider gar nichts mehr. Ich klopfe durch Windelweich. Okay, gut. Stehlen. Nicht geklappt. Mist. Müssen wir nur beklauen. Ist ja dann offensichtlich. Na komm her, gib mir deinen Krempel. Federhut einmal geklaut. Zack, und da ist er nackt. Kleider gestohlen. Juhu, also los. Sind ein wenig klein, aber dann reißt mal fein. Oh, scheiß Mücke, hau ab. Verpiss dich! Sag mal! Drecksvieh! Oh nein! So, und schon haben wir beklaut. Ab raus hier. So, ey, dieses Relikt ist göttlich. Jetzt können wir auch wieder zurück. Großverdienung erstmal wieder der Stadt. Ihr seid dann hin, dann geht weiter als Maul. Spasti.
ich sollte mal jetzt mit ihnen anschauen. Bringt das irgendwas? Kein Schnaps? Kein Schnaps? Krieg ich irgendwo Schnaps? Oder nicht? Keine Ahnung. Ist denn die... Jetzt muss ich echt... Hau ab, blöde Kuh. Krieg ich da mal Schnaps hier? Krieg ich nochmal Schnaps her? Hier war nix, gell? Was war denn hier? Ach, das war zum Speichern, gell? So, es gibt ein Geheim und suche im Haus des reichen Mannes im Raum mit dem kalten Luftzug. Okay, also doch wieder da rein. Vielleicht brauchen wir doch nichts. Ach so, nee, das ist der ja gar nicht. Nee, da ging es ja dann nicht lang. Okay, ich werde dann jetzt offscreen erstmal suchen. Und dann sage ich tschüss und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir. Hey du, stiehlst du meinen Schnaps? Du Dieb! Soll ich ihn jetzt auch beklauen, oder? Also, ich hab's jetzt gefunden. Das ist natürlich total blöd, wenn man ständig falsch läuft. Wie der Hut klaut. Das ist ja nangig. Oh, jetzt müssten wir dann noch den Schnaps kriegen. Ja, komm schon. Oh. Entkommen. Zack, jetzt haben wir den Schnaps. Groß war das Schnaps erhalten. Ist da noch was? Nee, ne? Jetzt haben wir den Schnaps endlich. Jetzt können wir zurück. Hatte ich hier was? Ne, da war ja nichts hier, genau. So. Dann bringen wir mal den Schnaps zum Großvater. Ich kaufe nichts. Jo, damit wir endlich weiterkommen. So. Wo waren das? Lange hier hoch. Ganzen Weg wieder zurück. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Hier rein. Genau. Bla bla bla. Die Rest mal wieder. Start, ihr seid dahinter, dann geht weiter. Halt's mal. Das Bankett. Kann man eh überrennen. Das ist Themale. Ich geh nochmal schnell. Ah, Schnaps. Was? Geheimgang? Also, da gibt es eine zum Haus des reichen Mannes. Die Treppe runter. Meinem Enkel das Kennwort. Ups, ich hab's vergessen. Scheiße. Gut, okay, dann gehen wir mal zu dem Kleinen runter. Kenneth lauset. Fehlanzeige. Ein imperialer Spion, nicht mit mir. What? Das sind nur Knirps. Autsch. Ich brauche ein paar neue Klamotten. Will er mich gerade verarschen? Kann ich da jetzt so nochmal hin? Ups, ich hab's vergessen. Ja, schön. Woher soll ich das jetzt rauskriegen? Kenneth lautet... Ja, mach mal Mut. Bitte sehr. Ah, danke. Dreckskind. Ja, weil den kennen wir ja schon. Den sind wir ja schon, ne? Von der anderen Seite runter. Hat man, glaube ich, gar nicht gebraucht, aber... Ne? Weil ich's kann. Genau, hier war man nämlich schon. Hier dürfte nichts sein. Uhr sagt auch nichts. Genau. Das ist einer, es gibt ja zwei. Hä? Achso, ja genau, jetzt geht man hier lang. Da hatte ich, glaube ich, schon die Sachen raus. Genau, jetzt sind wir bei ihm. Was sagt die? Die imperialen Truppen hausen hier drin. Ihr Hauptquartier. Dann müssen die jetzt... Oh. Da kann ich nicht hin. Keine Musik. Wahrscheinlich beim Alten oben. Ist oder? Oh, was habe ich nur getan? Die Stadt betrogen. Verbrauchte ich das Geld nicht einmal? Tja, kannst du mal sehen. Arschloch. Was habe ich nur getan? Bla bla. Okay.
Den Windzug, das war da. Dann müssen wir da gucken, da ist der Geheimgang irgendwo. Da wird es nichts geben. Wo ist denn hier nochmal der Geheimgang? Ach, der war doch hier hinten dran. Genau. So, geht's hier runter. Hier unten werden wir jetzt jemanden antreffen. Die kenne ich doch. Aber ja, von den imperialen Generälen. So geht es allen Verrätern. Produkt der Gentechnik, kampferprobte Magitekiri mit einem Geist, der so rein ist wie Schnee. Zähl es. So tief ist Zelles also gesunken. Zelles, oh Gott. Er dient solchen Verbrechern. Und sei bloß still. Stimmt es, dass Kefka die Menschen von Doma im Osten vergiften will? Halt's Maul. Zack und nochmal. Ich stecke morgen nicht in deine Haut. Behalte sie nur gut im Auge. Ja, Sir. Ich kann tagelang wach bleiben. Dank Crystal Meth. Hier da oben hängt. Sneaky. Ketten lösen, natürlich. Wer ist da? Ich bin Locke, von den Löwen. Ein Rebell. Ich war einmal Generalin Celes. Aber jetzt bin ich nur eine Verräterin. Jetzt bin ich nur eine Verräterin. Gehen wir. Nimmst du mich mit? Du nimmst mich mit? Danke, nein, ich kann nicht mehr laufen. Vielen Dank, aber selbst wenn du mich herausbekommst, kannst du mich nicht beschützen. Ich bleibe hier. Was soll das? Ah, da ist Penta die ganze Zeit. Vertrau mir, es klappt. Sollt ihr mal tagelang wach bleiben? Los jetzt. Warte. Dieser Soldat hat noch etwas Wichtiges. Tasche als Schlüssel nehmen. Natürlich. Uhrenschlüssel genommen. Oh, jetzt ist er wach. Und ein bisschen Brot. Krass. Mehr Suppe. Mehr Suppe. Okay, gut. Hätte sein, dass da noch was kommt. ist hier noch irgendwas? Ah, ein Speicherpunkt. Zufällig. Ja. Safe. Ja. Speichern wir mal. Uhrenschlüssel. Und eine alte Uhr, sie tickt. Eine alte Uhr, sie steht still. Uhr aufziehen. Zack. Und raus geht's. Ach, die ist ja gar nicht ausgerüstet. Scheiße, bin ich blöd. Boah, die kriegt's aber richtig ab. Den da. Die will ich gerade umbringen. Hör auf, sie anzugreifen. Bam. Erfahrungspunkte und so weiter, bla bla. Ja. Da ich aber sehe, das wird was Größeres, mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt nochmal speichern. Und wir werden beim nächsten Mal dort weitermachen. Denn das wird jetzt länger dauern und die Zeit ist fast um. Wir haben fast die Stunde voll, aber, ne? Wenn ich da jetzt anfange, dauert das länger. Ich gehe jetzt zum Abschluss. Nee, ich mache jetzt wirklich Schluss, weil das wird wahrscheinlich länger dauern, bis ich dann wieder speichern kann. Nee, nee, nee. Machen wir hierbei jetzt einen Cut.
ist ja eine Minute vorher, bis ich fertig gelabert habe, ist wahrscheinlich eh die Stunde voll. Gut, okay. Ich sag dann wie immer vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter oder Facebook. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!